Aber ich bin ja jetzt mal guter Dinge, dass der hier weiß, was er tut. Auf geht's. Jetzt habe ich sehr. Ich glaube, das ist eine der wenigen Keys, die ich mal wirklich tatsächlich selber mache. Ne? Also, die ich selber reinlege. Ich habe sonst eigentlich immer. Ich habe sonst eigentlich immer Dings da, Bumster. Wie heißt hier? Keys von anderen gemacht, weil ich meinen eigenen meistens. War halt irgendein Kack-Key und ich wollte halt immer nur bestimmte Instanzen. So. Wenn man dieses Drecks anstacheln, ne? Deswegen pulle ich halt nur so kleine Sachen, weil das halt sonst totaler Käse ist. Felix, mein Freund, hey, grüß dich. Du musst nicht jedes Mal was donaten, ne? Wenn du quasi hier in den Stream kommst, aber ich freue mich natürlich sehr. Danke dir. Hey, theoretisch, wenn ich wüsste, dass die quasi das gleichmäßig runterhauen, könnte ich halt hier auch, okay, da hat einer was geaddet. Dann könnte man das halt auch. Das ist jetzt nicht gut. Dann könnten wir das halt auch ganz einfach. Das könnten wir auch ganz einfach größere Pulse machen. Jetzt. Okay, die Inka, die war jetzt gewastet. Naja, jetzt haben sie zwei Stacks. Wobei, wenn die alle guter E-Schaden machen, jetzt muss ich mal gucken, dann kannst du eigentlich da auch ein bisschen was zusammenpullen. Und dann geht das eigentlich auch. Jetzt hat der halt noch ein bisschen Life hier. Haben wir denn. Nee, da. Oder kommt da schon schröpfend? Da ist diesen einen Dude, der dann immer nicht mitkommen will. Oder so, ja. Aber wie gesagt. Also normalerweise könnte man auch die ganzen Anfangsmobs zusammenpullen. Die haben jetzt hier alle nicht einen schlechten Score, ne? Ich denke mal, die wissen schon, was zu tun. Aber du weißt es halt nie. Und wenn sie dann einen wegbrettern oder zwei und die dann alle hochgebufft sind, das bringt halt leider auch nichts. Okay, jetzt machen wir erstmal das Reaping. Theoretisch könnte ich die einen, also die Reaping-Mobs jetzt in die anderen reinziehen. Was ist denn eigentlich? Ist Trash Debuff? Ich habe noch gar nicht geguckt, um ehrlich zu sagen. Ich kann die mal dazu pullen, die können eigentlich nichts. Ich habe jetzt halt eigentlich dumm, weil ich meine Inka jetzt vorhin übelst gewastet habe. Aber egal. Gut, der Heiler halt ist ziemlich gut. Ich brauche nicht mal meine Glocke benutzen. Wobei, ich hause jetzt einfach mal offensiv raus. Ziese, um den Gegnern live abzuziehen, obwohl es jetzt nicht unbedingt. Gut, es ist, glaube ich. Ach, wir haben Tyrannisch, wir haben auch noch Boss-Buff. Weißt du, eigentlich in der Konstellation könnte ich schon ein paar Trash-Mobs zusammenpullen. Die machen ja alle relativ konstanten AE-Schaden. Ich glaube, nach dem Dings gucke ich mal, dass ich ein paar zusammenpull. Ich glaube, das müsste schon gehen. Vor allem die neutralen Mobs, die. Stacken ist ja nicht mehr hoch, soweit ich es gesehen habe. Von dem her bin ich da ganz gut. Also hier die orangen Mobs. Hütet euch. Hütet euch. Ich muss näher ran. Als Träger, okay. Also hast du mit Leichen zu tun? Quasi. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Müsste man eigentlich gucken hier, wo der Dude rumfliegt. Hütet euch. Jetzt bin ich am Überlegen, soll ich meine Inka hier reinziehen oder. Du bist der Mage und hast einen DC, okay. Ah, also war es doch jemand aus dem Stream, den ich eingeladen hatte. Du, kein Problem. Hier. Jetzt wurde er weggenudelt. Vielleicht ziehe ich jetzt gleich mal einen Dings. Hier, komm. Zieh mich mal kurz hoch. Jetzt kann ich nicht kicken, weil ich sonst in den Typen rein charge. Ja, du, das mit dem Reaping, das kenne ich. Alles kein Stress. Wobei, wir hatten gerade den Reaping, ne?
Also wir... Gut, wir sind schon wieder bei 11. Jetzt gucke ich mal, dass ich rauskomme aus dem Dings. Dieser Boss, ne? Nervig. Mit einem DD weniger dauert es halt einen Ticken länger. Halt, jetzt wäre ich fast reingelaufen. Das Problem ist, wenn er dich hier rauskickt, resettet der Boss, ne? Also wenn der Vogel dich als Tank trifft, ist nicht optimal, aber der macht nicht krass Schaden, ne? Also das ist jetzt nicht schlimm. Ja, also der wird mich jetzt nicht runterhauen. Kacke ist, wenn du getroffen wirst und du rausgenockt wirst, du kriegst halt einen Knockback, ja, so zum Beispiel, ich habe jetzt 50k Schaden gekriegt, das, klar, das, also man soll es ausweichen, ne, aber um es euch zu zeigen, es war jetzt nicht viel. Bloß wenn er dich hier rausnockt, ist der Boss resettet und vor allem bei Tyrannical ist das schon arg kacke, ja. Kannst nicht mehr einloggen. Das ist aber ungünstig. Müssen wir das jetzt zu dritt hier fertig machen? Viert, so rum. Das ist dann ungünstig, sagen wir es mal so. Also normalerweise, wenn wir jetzt im Raid wären, hätte ich gesagt, wir kicken dich aus der Gruppe raus und dann geht's meistens, dass du wieder einloggen kannst. Ich weiß aber halt nicht, wie das im also, um das zu denkst, es gibt manchmal einen Bug im Raid, dass jemand im Raid disconnected und er kann dann nicht mehr einloggen, ne? Irgendwie spackt's rum, komischerweise. Und das liegt oft am... dann quasi daran, dass... Warte mal, tun die Ratten noch triggern oder triggern sie nicht mehr? Ich glaube, sie triggern noch, ne? Und ich glaube, die triggern... Die Rares, also die... Rares, sage ich jetzt. Die Neutralen, die triggern, glaube ich, nicht mehr, soweit ich weiß. Aber die Ratten triggern noch, ne? Rico, hey, grüß dich. Super, jetzt kriege ich einen Disconnect, oder was? Hallo, ich habe ein Standbild. Ach, komm. Ah, jetzt, okay. Übelste Standbild gehabt. Was ist jetzt los hier? Nachricht. Ah, Mail schau ich später an. Brauche ich jetzt nicht gucken. Wo kam denn jetzt der noch her? Ah, wahrscheinlich, weil ich reingenockt wurde. Ja, zwei Stacks. Ja, ich kann das Event machen. Ich pull aber die Ratte. Lass die machen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kleinen mittlerweile dingsen. Aber lasst einfach den Großen machen. Oh fuck, sie werden halt runtergedps. Und, triggern sie noch? LOL, okay, dann ist easy going. Ganz am Anfang von dem Addon haben die getriggert. Ja, ich mach das Event. Letzte Mal habe ich es hingekriegt, ohne es zu verkacken. Das ist aber teilweise echt ein bisschen tricky. Fuck it. Komm her. Scheiß Köter, echt. Vor allem als Druid hast du halt nicht so eine geile Unsichtbarkeit. Fuck. Okay, läuft. Dummes Event, echt. Okay, komm, auf geht's. Lass sie da unten zusammen machen. Ah, der ist gar nicht mitgekommen. Der castet gleich sein Wasser, deswegen kicken wir den mal. Die desorientiere ich. Ah, fuck, bin betäubt. Hab ich keinen Dings ready. Ach, wir triggern gleich Reaping. Komm, ziehen wir die Ratte mit ins Reaping rein. Können ja eh nichts, das hier bloß nicht springen. Der Trash kann nicht viel. Und was ich zur vierten Folge Game of Thrones sag, also mein Bruder war so ein bisschen überrascht und ich dachte mir, okay, es war jetzt eigentlich ziemlich absehbar. Wir können eigentlich gleich die... Okay, wir haben welche... Da kamen noch welche. Mein Bruder fand es überraschend, wo ich dann so dachte, das, also dieser ganze Twist, der hat sich doch schon in der zweiten Folge total abgezeichnet. Also von dem her, weiß ich nicht, überraschend war es jetzt nicht. Ich fand es, also wenn jetzt jemand nicht gespoilert werden will, einfach weghören. Wir können jetzt gleich den Boss machen. Lass gleich den Boss machen. Wir haben ihn eh schon gedingst. Auf geht's.
Normalerweise machst du erst den anderen Boss, aber scheiß drauf. Wir können auch direkt den hier machen. Weil mein Charge ging dann. Jetzt haben wir halt kein HT, das ist halt. Also du machst hier eigentlich den als zweites, als drittes. Dann hast du halt HT dazu, aber. Mein Gott. Ist jetzt eigentlich nicht so wild. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Ich mag den hier auch nicht. So ein Gammelboss. Ich glaube, der ich zieh mal eine Wall und lauf einfach durch. Egal. Aber was mir gerade einfällt, wir hätten vielleicht die Dings machen sollen. Da oben. Die Putt, die kann nämlich teilweise, wenn die dazu edit, kann das hier ein bisschen nervig werden. Aber dürfte eigentlich jetzt auch kein Stress sein. Solange da keiner reinrennt, ich ziehe die jetzt dann gleich wieder ein bisschen weg. Aber was ich sagen wollte, ich fand's. Einige Sachen waren ganz cool umgesetzt. Dass jetzt Varys Danny auf einmal den Rücken kehrt, okay, ist so. Warte mal, ich muss da aus dem Eck raus. Finde ich, gut, ist schon irgendwo logisch, ne? Aber finde ich so abrupt, davon hast du da vorne noch nicht so viel mitgekriegt. Und jetzt auf einmal kam dann quasi so, so dieser Switch. Und was ich ein bisschen dämlich fand, dass ausgerechnet Miss Sunday quasi gefangen genommen wurde. Ne? Alle möglichen, die ganzen Schiffe wurden zerstört, alle möglichen sind untergegangen. Und genau die Beraterin wird natürlich gefangen genommen. Das war so ein bisschen zu klischeehaft, fand ich. Und vor allem, kennt ihr diese Szene aus This is Sparta von 300, ne? Wo der eine so in die Dings gekickt würde, ne? Ich dachte mir so, die steht da oben so an der Mauer dran, dass die jetzt gleich quasi runtergekickt wird, aber nichts. Ja, komm, nehmen wir die mit. Weißt du was? Wir nehmen alle. Easy. Ich hab Ding ready. Die Glocke. Lass sie einfach weggehen. Scheiß drauf. Also das hätte ich ein bisschen cooler noch gefunden, wenn sie so quasi so runtergekickt worden wäre und dann wurde sie halt oben geköpft, ist zwar dann auch runtergefallen, weil ich meinte zu meinem Bruder, also ich schaue sie mit meinem Bruder zusammen an, meinte so, die wird jetzt bestimmt runtergekickt, ne, und dann kam das halt nicht, dann ist sie zwar nur runtergefallen, aber kam zumindest relativ nah hin. Jetzt mal gucken, es deuten sich halt einige Entwicklungen an. Ich zieh die runter, dass wir die dingsen können, dass wir hier gleich ansprechen können. Mal gucken. Achso, wir haben schon ein. Oh mein Gott, was haben wir denn? Haben wir da hinten geedit? Das ist nicht gut. Das ist jetzt nicht gut. Ich habe meine Glocke schon gezogen. Darf der eine halt nicht sterben? Oh, das ist nicht gut. Und jetzt haben wir Reaping auch noch. Das ist nicht gut. Die hätten wir nicht adden dürfen. Ich hoffe, jetzt hab. Blöd, dass ich jetzt halt kein Dings ready hab. Muss ich aber hier drin stehen bleiben, dass ich die. Die sind jetzt halt alle bufft ohne Ende. Das wird jetzt interessant. Ja, wobei, wir haben keinen Trash-Buff, das wird schon irgendwie gehen. Wie viel Mana hat denn der Heiler? Ja, der heilt das relativ gut, muss ich sagen. Also, ich könnte sie nochmal wegkicken, wenn es knapp wird. Wir haben jetzt halt schon relativ viele Stacks. Ja gut, ich dachte, das ist. Ach nee, das ist kein Reaping Mob, scheiße. Das ist ein normaler. Das war jetzt nicht gut. Ich dachte, das war noch ein Reaping Mob, der eine hier. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Jetzt hat er einen Stack gekriegt. Fuck, ich hab mich verguckt. Ich dachte, der eine war noch ein Reaping-Mob, weil Reaping stacken die nicht. Jetzt hat er halt 20% mehr. Das ist bei dem schon nicht so geil. Gut, das ist jetzt kein Drama. Einer mit einem Stack, aber. Ja, muss ich ihn halt mal gucken. Haben wir den Dings jetzt? Das Schweinchen? Und lass den einen hier noch machen. Ja, gut, genau, das ist das nächste noch, dass sie quasi mit der kompletten Flotte dahin fahren, die von Euren steht quasi um den Berg rum, keiner sieht sie, die fangen an zu schießen und vernichten alle. Die haben nicht mal die Anstalt gemacht, da hinzufahren und quasi gegenzukämpfen, sondern die haben sich halt einfach weglatzen lassen quasi.
fand ich jetzt irgendwie auch nicht ganz so gut gelöst. Mir kommt jetzt so vor, dass in der 8. Staffel oft ein Ziel ist, weißt du? Das und das soll rauskommen, aber so die Umsetzung finde ich halt immer nicht ganz so genial. Das war ja das gleiche mit der Schlacht, ne? Mit dem, dass sie die Dothraki, das ist nur rausbringen, dass sie es ja quasi einfach reinschicken, für nichts, also ohne taktischen Vorteil oder so. Das kommt mir alles nicht so ganz durchdacht vor. Chris, hey, grüß dich. Aber gut. Cool sah es aus, ne? Mit diesen Flammenschwertern oder wie die Dinger auch heißen, diese gekrümmten. Cool sah es aus, aber so von der Sinnigkeit fand ich, hat da ein bisschen was gefehlt. Ging mir zumindest so. Aber naja. So ist das halt. Wie viel Trash haben wir denn eigentlich schon? Da kommt er. Ich habe letztens gelernt, dass auch Trash-Mobs Bosse buffen, ne? Also von dem her. Wie gesagt, ich laufe eigentlich nur immer ein M+ jetzt mittlerweile. Jetzt haben wir halt hier bei dem HT, ne? Bleibt sich eigentlich fast gleich. Das ist halt der definitiv einfachere Boss, ne? Also beim anderen ist HT halt wahrscheinlich ein bisschen besser aufgehoben, aber Max, ja, bleibt sich gleich. Die meisten Gruppen spielen es tatsächlich so, dass Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Bisschen weiter muss ich noch weg, so muss passen. Na. Ich habe nämlich weit genug gerangt, dass ich ihn trotzdem hitten kann. Achso, der nimmt den Hai und tut den Damage da drauf, okay. Mit Karma. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Ja gut, der fährt halt auch relativ viel, ne? 30k Singletage da drauf. Schon krass. Schon krass. Nee, wie gesagt, ich mache halt immer nur jetzt mit dem Char noch eine M+ die Woche, dass ich meine Weekly Chest krieg, aber sonst jetzt nicht mehr, weil ich den Score, den ich haben wollte, habe ich. Und von dem her, ja. Nee, wie gesagt, eine bastel ich nur. Ich will heute noch ein paar andere Sachen machen, weißt du? Versuchen wir die Zeit möglichst sinnig aufzuteilen. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Bin gestern auch nicht so sonderlich viel gekommen. Ja, also, sind wir mal ehrlich, ne? Dass Melisande hier die Schwerter angezündet haben, sah cool aus. Der Effekt war cool, aber das hatte einfach null Auswirkung. Also wirklich 0,0 nada niente. Wie viel sind wir denn? Wir brauchen noch ein paar Prozente. Lass die hier machen und dann die Dings in den nächsten Trash reinziehen. So können wir es machen. Ja, der Große wird jetzt dann gleich noch kommen. Müssen die ein, zwei schnell sterben? Ah, fuck. Nein! Das ist jetzt Worst Case. Nicht nach hinten laufen, nicht nach hinten laufen, nicht nach hinten laufen. Das ist jetzt nicht gut gelaufen. Die Reaping Mobs ziehen nicht die anderen Mobs her, oder? Fuck, da unten ist die Void. Ich muss aus der Void raus. Sieh mal meine Heileffekt. Du siehst halt hier nichts mehr, ne? Jetzt hat der halt 3 Stacks, ne? Das. Weißt du was? Ich zieh die aber rein. Das geht. Nein, die will ich. Die. Die wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Nicht beide. Kann ich nochmal das rentieren? Das wird jetzt aber. Knackig ist nett ausgedrückt. Wobei, ich habe nur beide Walls, ne? Also eigentlich. Eigentlich soll es gehen und wir haben ziemlich guten Damage. Ich kann nochmal wegknocken, dass sie nicht stinksten. Also wenn ich halt sicher wüsste, dass die DDs immer so verteilten Schaden machen, könnte ich halt viel mehr pullen, ne? Ich habe halt immer noch alle Dev-CDs ready. Der Heiler halt echt gut, da kannst du nichts sagen. Und die machen auch echt dicke Schaden. Aber das weißt du, das kannst du halt nicht annehmen bei einer Gruppe, die du nicht kennst, ne? Das ist halt schwierig, dass das klappt. Wie viel Prozent haben wir denn schon? Ich glaube, wir sind schon. Shit, das waren viel zu viele, so viel brauchen wir gar nicht. Komm, die können wir hier in die anderen reinziehen. Ja, wir werden jetzt halt gleich nochmal.
Wir werden jetzt halt gleich nochmal ein Reaping triggern, das wir nicht brauchen. Die Trash-Gruppe sollte jetzt noch nicht dazukommen, sonst wird sie gebufft ohne Ende. Ab am Rand. Jetzt kommen von hinten noch den ganzen Trash ran. Ich hasse immer das Reaping auf der Brücke zu spielen. Das ist immer echt ätzend, weil du hast dann halt echt wenig Ausweichmöglichkeit, ne? Das ist halt echt immer kacke. Theoretisch kannst du jetzt das Reaping in die... Ja, wir haben halt overcapped. Das war halt dumm. Weil da die eine Gruppe noch dazu kam, die ich eigentlich nicht haben wollte. Das war halt dumm, aber jetzt können wir die Putt hier noch mit ranziehen. Komm, ich tu mal, machen wir das mal so rum, machen wir mal auf Nummer sicher. Wir sind sogar jetzt noch, naja gut, die Triple Chest wird sicher nicht. Und danke dir fürs Followen. Oh shit. Muss dann nach dem Stream noch die Donation-Beträge korrigieren. Weil über YouTube wird das immer nicht eingetragen, das läuft nämlich, dieser Balken läuft quasi über mein anderes Ding. Darf ich nicht vergessen, dass das noch mit reinkommt. So. Jetzt an jeder Kanone hängen? So, auf geht's. Also, dafür, dass der Mage auf Vorhand DC hat und wir jetzt overgecapped haben, sieht das so echt ganz gut aus. Wir sind halt ein bisschen über die Triple drüber. Hütet. Ich hätte halt von Anfang an ein paar Packs immer zusammenpullen können, ne? Aber weißt du, wenn du das am Anfang machst und die Gruppe halt Grütze zusammenspielt, dann ist halt blöd, deswegen gehe ich halt lieber erst vorsichtig ran und mach's dann auf Nummer sicher quasi. Lass ich mich mal gucken, dass ich mich so positioniere, dass ich nicht in die Mob-Gruppe reingekickt werde. Hupzocker, hey, grüß dich. Oh fuck, ich bin gelockt. Hütet euch. Aber da habe ich schon eine relativ gute Gruppe erwischt, also da kannst du nichts sagen. Manchmal hat man halt Glück. Gut, wenn man dann selber auch gucken kann, dass man die Leute annimmt, ne? Also der Mage war halt schon nicht schlecht, und dann anscheinend kennt er die anderen drei auch noch. Hatte ich halt Luck. Okay, jetzt müssen wir da mal einen Ticken rausgehen. Ach. Ist halt eigentlich gucken, dass du dich immer nicht zu den Mobs knocken lässt. Ne, gut, die würden uns jetzt wahrscheinlich auch nicht vipen, aber in schwachen Gruppenkonstellationen killen dich die halt dann einfach. Ich ziehe ihn da raus. Komm. Komm her. Schon oft genug gesehen, der Boss ist bei ein paar Prozent, ne? Du bist kurz vor noch in Time, stehst irgendwie schon hier, weil die Kacke halt übelst dreckig abgelegt worden ist und irgendein Spacken rennt dann dahin und lässt sich in den Boss reinknocken. Das ist immer das richtig Schöne. Na wunderbar. Ja, wir haben halt overgecapped, ne? Das hätten gar nicht so viel gebraucht, aber es lief ja echt gut durch. Handgelenke. Ah, die brauche ich leider nicht. Aber vielleicht kommt ja aus der Weekly Chest irgendwas raus. Von der Gilde Reforged. Alles klar. Jo, danke euch. Das lief echt entspannt durch, ne? Super Run. So. Wunderbar. Das könnte ich halt öfter so haben, ne? Hätte ich vorher gewusst, dass das so gut durch... Ach, die hatten sogar ein Portal, wenn das so gut durchläuft, dann hätte ich wahrscheinlich auch immer gleich 2-3 Gruppen pullen können, dann hätten wir es vielleicht sogar in der Triple Chest geschafft. Aber gut, ist auch wurscht, ne? Ich will nur meine Weekly haben. Wunderbar.